Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sindaidokai und in diesem Video erzähle ich kurz was über diese Serie und warum ich finde, dass sie so wichtig ist. Die Serie baut größtenteils aufeinander auf, sodass es durchaus Sinn macht, die Videos in der richtigen Reihenfolge zu schauen. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und ein Abo dalassen würdest, aber legen wir doch einfach mal los. Um was geht es? Das Benutzen von Envelope Generators oder Hüllkurven ist ein sehr einfacher und sehr mächtiger Weg, einen Sound zu modellieren, zu bewegen und einen Charakter oder Klangfarbe zu geben. So kann zum Beispiel aus einem Miep ein Ping gemacht werden. Oder wie im Dubstep-Genre mit einer Oszillator-Modulation einen Bass kreischen zu lassen. Hüllkurven sind Modulatoren, weil sie grundsätzlich einen Sound modellieren und modulieren. Und wer sich jetzt fragt, was denn hier der Unterschied zwischen modellieren und modulieren ist, der hat jetzt bereits die erste richtige gute Frage gestellt. Beides bewirkt eine Veränderung des Sounds. Klassischerweise würde ich sagen, dass das Modellieren, also dem Sound eine Form geben, eventuell sehr stark mit der subtraktiven Soundsynthese in Zusammenhang steht. Also ganz einfach gesagt, einschränken oder beschneiden. Zum Beispiel ein Lautstärken- oder Filterverlauf mit einer ADSR-Hüllkurve ist für mich ein klassisches Modellieren, mit dem ich die maximalen Grenzen festlege. Ich lege fest, wie und wann der Ton bis zu seiner maximalen Grenze ansteigen darf und wie und wann er dann wieder fällt. Beim Modulieren füge ich einem Sound etwas hinzu. Als Beispiel könnte ich das Vibrato nehmen, bei dem ich den Sound in seiner festgelegten Tonhöhe hoch oder runter schwanken lasse. Etwas komplexer wird es dann, wenn ich wie bei der FM-Modulation bzw. der Phasenmodulation, wo es auch schon im Wort steckt, eine Wellenform bzw. deren Phase mit einer anderen Wellenform zusätzlich anrege bzw. moduliere. Vielen ist das Konzept einer Hüllkurve irgendwie schon klar, aber dennoch setzen sie sie oft nur stiefmütterlich ein oder nutzen sie ausschließlich als krassen Effekt. Dabei können sie in vielen Bereichen oft durch einen dezenten, aber bestimmten Einsatz den Unterschied zwischen langweilig und Gänsehaut bestimmen. Vielleicht erstmal was Grundsätzliches. Was ist eigentlich ein Envelope Generator oder auf Deutsch eine Hüllkurve? Ganz einfach gesagt, eine Hüllkurve ist eine Hilfe, das manuelle Ändern eines Parameters, wie zum Beispiel das Auf- und Abschwellen bzw. das Lauter- oder Leiser-Drehen der Lautstärke zu automatisieren, in diesem Fall zu modellieren. Also, es ist ganz einfach. Statt durch kunstfertiges Spielen oder das mit den Händen an Reglern und Federn rumgedreht und rumgeschoben werden muss, kann das mit einer Hüllkurve, also einem Envelope Generator, automatisiert werden. Dabei gibt es unterschiedliche Zeitangaben für Hüllkurven. Manche sind in Sekunden und Millisekunden angegeben, manche in Prozent, die sich nach irgendeinem anderen Wert richten. Manche sind dann wieder in unterschiedlichen Größenordnungen synchronisierbar mit einer generellen einstellbaren Geschwindigkeit, wie zum Beispiel die Beats per Minute BPM bei einer DAW. Mit unterschiedlichen Größenordnungen sind dann typischerweise so Dinge wie Hertz, Kilohertz, ganze Noten, Viertel, Achtel, Sechzehntel und so weiter gemeint. Eine Hüllkurve kann durch verschiedenste Parameter definiert werden. Wie lange, wie stark, also die Velocity, eine Keyboard-Taste oder Pad gedrückt ist, oder wie schnell diese losgelassen wurde, also Release Velocity. Oder auch durch andere Auslöser gestartet werden, wie Channel bzw. Poly Aftertouch oder auch Pressure genannt. Das ist die Funktion, wenn das zusätzliche Nachdrücken auf der Keyboard-Taste oder Pad ein Signal schickt, mit dem ein Parameter gesteuert werden kann. Das Mod-Wheel, das Pitch-Bend, das Sustain-Pedal, das Expression-Pedal, ein MPE-Controller, durch ein eintreffendes Audiosignal und vielen anderen Auslösern oder Steuerungsgeräte oder einfach nur durch Zeit. Unabhängig, welche Parameter mit einer Hüllkurve, einem Envelope Generator, also einer Automation versehen werden sollen, kommen noch vier weitere Aspekte mit ins Spiel, die es zu beachten gibt. Der Startpunkt, der Verlauf, die Intensität und der Umfang. Zum Startpunkt.
In vielen Fällen startet so eine Hüllkurve, wenn eine Keyboard-Taste oder ein Pad gedrückt wird. Es gibt aber je nach Hüllkurve und Einstellung die Möglichkeit, dass der Start der Hüllkurve, zum Beispiel durch das Drücken einer Keyboard-Taste oder eines Pads gestartet wird, oder am Verlauf des oder sich am Verlauf des Tracks orientiert, also zum Beispiel sowas wie Taktanfang und daran natürlich orientiert an der Taktlänge, wie zum Beispiel 4 Viertel, 3 Viertel, 7 Achtel und so weiter. Oder durch irgendeinen anderen Auslöser. Der Verlauf der Hüllkurve definiert, wie die Hüllkurve integriert werden soll. Wie soll sie sich anpassen? An der Geschwindigkeit des Tracks, also der BPM, oder verfolgt sie eine ganz eigene Geschwindigkeit? Soll sie nur einmal durchlaufen werden? Soll die wiederholt werden, also geloopt werden? Oder ist die Hüllkurve aufgeteilt in einen Anfang und einen Teil, der dann wiederholt wird? Die Intensität einer Hüllkurve, also wie stark, extrem, kurvig oder schwach oder begradigt sie ausgeführt wird, wird oft definiert über einen Amount-, Prozent- oder Intensität-Regler. Oft auch durch die Velocity oder auch durch andere externe Signale wie Sample and Hold oder Envelope, Follower oder Rauschen oder durch irgendeinen anderen Controller. Und schließlich der Umfang. Meistens wird Monophon, Paraphon und Polyphon in diesem Zusammenhang genannt, also was und wie soll die Hüllkurve verarbeitet werden. Ich habe dazu auch ein Tutorial gemacht, das sich Polyphonie, Paraphonie und Monophonie nennt. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Monophonie soll jede neue Note die Hüllkurve aufs Neue für alle neu starten. Polyphonie bekommt jede einzelne Note ihre eigene Hüllkurve, also für jede neue Note wird eine eigene Hüllkurve gestartet. Paraphonie soll die Hüllkurve einmal ausgelöst bis zum Ende durchgelaufen werden, egal wie viele Noten noch zusätzlich gedrückt werden oder eintreffen. So, nachdem jetzt schon mal grundsätzlich eine Idee entstanden ist, welches kreative Potenzial Hüllkurven bzw. Envelope Generators haben, will ich noch einen kleinen Überblick über die verschiedenen Hüllkurven geben, die ihr vermutlich eh schon alle kennt. Es gibt das klassische ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Daneben gibt es noch weitere Varianten wie DAH-DSR, also Delay, Attack, Hold, Decay, Sustain, Release. AHDSR, Attack, Hold, Decay, Sustain, Release. AD, Attack und Decay. Manchmal wird das auch Plug Envelope Generator genannt. AR, Attack und Release oder One-Shot Envelope Generator und noch viele weitere Varianten. Den LFO, den Low Frequency Oscillator oder Oszillator. Übersetzt heißt das Niederfrequenzoszillator. Also ein Signalgeber, der einen bestimmten Verlauf durchfährt und ständig mehr oder minder langsam wiederholt wird. Ob als Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteckwelle oder per Zufall oder wie auch immer, dieser Verlauf wird immer und immer wiederholt. Der MSEG oder der Multistage Envelope Generator ist der neueste Popstar der Hüllkurven, ist ein Hüllkurvengenerator, mit dem sehr flexible Verläufe, Zeiteinstellungen und Loops möglich sind. MSEGs werden immer mehr fester Bestandteil von DAWs und Synthesizern. Und schließlich die Automation. Während die anderen Hüllkurven zumeist bei Synthesizern in Hardware und Plugins zu finden ist die Automation das Tool in Sequencern bei Hardware und erst recht in DAWs, Digital Audio Workstations zu finden. So das Fazit. So, wir wissen jetzt, was ein Envelope Generator oder eine Hüllkurve ist und haben einen kleinen Überblick, welches die am weitest verbreitetsten sind. Aber warum macht es Sinn, sie zu benutzen? Die Antwort ist so einfach wie komplex. Sie sorgen für die Bewegung im Sound. Sie sorgen für die Dynamik, die einen Sound interessant werden lassen und überraschend machen können. Das alles ist eine sehr grundlegende und eindimensionale Betrachtung von Hüllkurven bzw. Envelope Generator. Die Kombination von mehreren Hüllkurven auf einen Sound und auf verschiedene Parameter wie Lautstärke, Filter, Resonanzen, Panning, Waveshapern und so weiter erzeugt recht schnell eine Komplexität, die zu sehr interessanten oder zu sehr eskalierenden oder beiden Arten von Ergebnissen führen kann oder auch nur zu sehr langsamen Veränderungen der Klangfarbe. In vielen elektronischen Genres ersetzt eine Modulation sogar die Melodie und kreiert den Rhythmus.
Ein Grund mehr, sich generell wesentlich intensiver mit dem Thema Hüllkurven oder Envelope Generators auseinanderzusetzen. Diese Serie soll die Grundlagen zum Verständnis liefern und diversen kreativen Ansätzen eine Starthilfe geben. Ich würde dich auch gerne ermuntern, deine Ideen, Workflows oder Ansätze mit uns allen zu teilen. Wenn du gerne diese Videos schaust, dann gib mir doch bitte ein Like und abonniere den Kanal. Mein Name ist Odo Sendai-Dokai. Danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Wenn du noch weitere Fragen oder Feedback hast oder dir ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.